Es ist alles scheiße, sitz nur an diesem Platz. Hab ein teures Setup, aber trotzdem macht's mir gar keinen Spaß. Es ist alles verdammt langweilig geworden. Gute Freunde hab ich alle nach der ganzen Zeit verloren. Erinnert ihr euch noch 2020, es ist Pandemie? GTA RP war im Hype, so wie noch nie. Doch auch der größte Hype geht irgendwann mal vorbei. Denn selbst Silence Live ist nicht mehr auf der Nummer 1. Es war Silence Live, Silence war eine gute Zeit. Wir sind täglich rumgefahren und hatten unsere schlechte Zeit. Wir haben Freundschaften geschlossen und uns abgeknallt. Trotzdem waren wir both und hatten die besten Vibes. Silence Life war unser Server, wir haben Zeit geteilt. Ja man, jeder Tag war einfach unglaublich geil. Natürlich hat man sich manchmal abgefuckt, trotzdem ist die Motivation niemals abgekackt. Leider ist diese geile Zeit längst vorbei, denn selbst unsere Welt Silence Life, die ist jetzt längst offline. Warum sollte ich in diese Welten je zurückkehren, wenn's nur noch Kids spielen? Wem würdest du das erklären? Wenn wir damals Kids getroffen haben, waren wir abgefuckt und sie durften nur Medic sein. Denn sie haben halt oft verkackt. Und schaut mal nun, was ist daraus geworden? Die ganzen Server wurden von diesen kleinen Kids entworfen. Oh mein Gott, ich bin so reich! Silence Life, Silence war eine gute Zeit. Wir sind täglich rumgefahren und hatten unsere beste Zeit. Wir haben Freundschaften geschlossen und uns abgeknallt. Trotzdem waren wir both und hatten die besten Vibes. Silence Life war unser Server, wir haben Zeit geteilt. Ja man, jeder Tag war einfach unglaublich geil. Natürlich hat man sich manchmal abgefuckt, trotzdem ist die Motivation niemals abgekackt. Da hast du Pech. Ich fick deine Mutter, Hurensohn. Ich nehm dich auseinander. Ich nehm deine fucking Familie auseinander, du Hurensohn. Aminaku, du kleiner Bastard, Alter. Was ist falsch mit dir? Ja, es war Silence Life. Silence war eine gute Zeit. Wir sind täglich rumgefahren und hatten unsere beste Zeit. Wir haben Freundschaften geschlossen und uns abgeknallt. Trotzdem waren wir both und hatten die besten Vibes. Silence Life war unser Server, wir haben Zeit geteilt. Ja man, jeder Tag war einfach unglaublich geil. Natürlich hat man sich manchmal abgefuckt. Trotzdem ist die Motivation niemals abgekackt. Doch dann gab's da noch dieses eine Problem. Leute über 30 mit ihrem langweiligen Renner-RP. Durch diese Rentner entstand der Toller-Verband. Cisco G, Gleck Meier und Zell Squad haben zu etwas gebracht. Nur durch euch ist diese Unterhaltung entstanden. Müssten wir uns dann nicht eigentlich alle bei euch bedanken? Nein, danke, denn ihr sitzt zu Hause an Geld vom Hartz IV. Ich geh lieber arbeiten, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ja, es war Silence Life. Silence war eine gute Zeit. Wir sind täglich rumgefahren und hatten unsere beste Zeit. Wir haben Freundschaften geschlossen und uns abgeknallt. Trotzdem waren wir both und hatten die besten Vibes. Silence Life war unser Server, wir haben Zeit geteilt. Ja man, jeder Tag war einfach unglaublich geil. Natürlich hat man sich manchmal abgefuckt. Trotzdem ist die Motivation niemals abgekackt. Ja, es war Silence Life. Silence war eine gute Zeit. Wir sind täglich rumgefahren und hatten unsere beste Zeit. Wir haben Freundschaften geschlossen und uns abgeknallt. Trotzdem waren wir both und hatten die besten Vibes. Silence Life war unser Server, wir haben Zeit geteilt. Ja man, jeder Tag war einfach unglaublich geil. Natürlich hat man sich manchmal abgefuckt. Trotzdem ist die Motivation niemals abgekackt. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte sich kein Anwalt im Staat befinden, übernimmt die Polizei ihre Judikative und sie müssen sich selbst verteidigen.